Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Bukusso euch und heute gibt es mal wieder ein paar News zu berichten und zwar zum Euro Truck Simulator 2 und dem neuen Black Sea DLC und dieses Mal geht es um die kleinen Dörfer. SCS hat selber gesagt, als sie das Frankreich DLC rausgebracht haben, haben sie ja nach und nach immer kleine Dörfer und Gemeinden ins Spiel implementiert, natürlich auch Landstraßen und das kam so gut an bei der Community und das will man immer weiter ausbauen und dieses Mal werden wir jetzt ein paar Bilder sehen zum Schwarzen Meer oder den Weg zum Schwarzen Meer. Da werden wir jetzt auf jeden Fall so osteuropäische kleine Gemeinden sehen und ihr könnt ihr mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, seid ihr lieber auf der Autobahn unterwegs oder auf den Landstraßen und durchfahrt kleine Dörfer. So, dann gucken wir uns erstmal an. Vielleicht seht ihr ja das ein oder andere Fahrzeug oder Trailer. Wir sehen jetzt zum Beispiel, das könnte ein ganz normaler Krone-Auflieger sein mit einem Container und hier ein kleiner osteuropäischer Transporter. Wir sehen hier ein H. Na, was könnte das wohl sein, ne? Dann schreibt das mal rein. Gut, das war jetzt das erste Bild und wir sehen auch diese Bauart, ne? Bei uns in Deutschland gibt es ja eine Baunorm und da müssen alle Häuser irgendwie ein bisschen passend sein und ich denke, in Osteuropa ist es völlig egal. Da wird einfach mal ein grünes, blaues Dach oder ein anderer Zaun genommen. Da sieht man das nicht allzu eng. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter und zum zweiten Bild. Man sieht auch hier, ja, soll das Kaufland sein? Natürlich nicht. Das ist ja ein bisschen christlich und man sieht auch ein Haar, also wird das natürlich auch in der gleichen Gegend sein. Straßen schön markiert hier. Finde ich super. Ich war da selber noch nicht, aber naja, was nicht war, kann noch werden oder wie das so heißt. Ne? Viele unterschiedliche Gebäude mit Blümchen hier dran. Ja, schön gestaltet. Ne? Man sieht aber hier keine KI-Leute rumstolzieren. Ne? Vielleicht spart man dadurch ein bisschen Performance. Ne? Bis die Dryrig 11 richtig umgesetzt ist, kann da vielleicht noch mehr kommen. So, dann fahren wir hier auch an einer Gemeinde vorbei. Ich habe die Bilder im Vorfeld noch gar nicht gesehen. Ich sehe die mit euch quasi live hier. Nochmal ohne Container und man sieht hier eine Bahn fahren. Das könnte auch noch ein Haar dran sein, oder? Ja, na gut, gehen wir mal weiter. So, hier wieder ein kleines, kleine Gemeinde, ein bisschen überblendet. Deswegen sieht man das jetzt nicht, wo das ist. Könnte das eine 3T sein? Ja, gut, alles klar. Weiter geht's. Auch hier, wieder ein Haar. Schön, also ich finde das schon interessant, wenn man durch Gemeinden, kleine Dörfer, auch wenn man jetzt hier keine Fracht abholen kann, vielleicht wird es auch die ein oder andere Stadt oder Dorf geben, wo wir hier auch Frachten abholen können. Das sieht aus wie so ein CT. Gut. Und das sollte dann eigentlich auch das letzte Bild sein, das wir jetzt gesehen haben. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn euch das informiert hat. Und ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr gerne natürlich diesen Kanal abonnieren. Und ich werde euch so schnell es geht mit Infos vollpumpen. Und danke an alle, die jetzt schon geschrieben habt, ey, es gibt wieder neue Bilder zum Black Sea DLC. Aber ich weiß noch nicht, wann es kommt, ob es Ende Oktober, Anfang November kommt. In der 1.36 oder erst in der 1.37. Warten wir einfach mal ab. Wenn ja, informiert mich, ich versuche so schnell ein paar News rauszubringen oder stöbert einfach mal im SCS-Forum, ob ihr da noch was seht. Und wann der neue Renault kommt, weiß ich nicht. Wann der neue Iveco S-Way kommt, weiß ich auch nicht. Aber wir sind einfach mal gespannt und hoffen, dass diese beiden LKWs bald kommen. Also der Renault S, der Renault T, Range T, der könnte durchaus 2019 kommen, aber der andere 2021. Ja, aber wir warten ab. Mit den Worten mache ich einen Fisch, haut rein, lasst einen Daumen da. Bye, bye.